Moin, ihr Lieben, habt das wirklich schon erwähnt? Willkommen zu einem neuen Video meinerseits. Heute mal wieder eine Preview. Wir befinden uns wie immer auf der Seite stonewars.de und heute wurde keine neue Set-Welle vorgestellt, sondern ein einziges großes Set. Und zwar nach einer einjährigen Pause wieder ein neues Set zur Fairground Collection, wie es ab jetzt offiziell heißt. Und es handelt sich heute um die LEGO 10273 Haunted Horse. Eigentlich eine Form von Remake vom Monster Fighter oder Monster Hunter House, was es mal vor ein paar Jahren gab, vermixt mit einem Freefall Tower, so viel schon mal vorab. Das Ganze könnt ihr auch hier schon mal sehen. Gucken wir uns erstmal die groben Details an. Set Nummer 10273, Name Haunted Horse, kennen wir ja schon. Fairground Collection ist ein 18 Plus Set, das sehen wir auch hier an der Aufmachung oder auch hier an der halt Markierung unten an der Box. Sieht auch alles aus wie jetzt auch die Box vom A-Wing, also eigentlich nur schwarzer Hintergrund und das Set ohne viel Klimbim. Finde ich in Ordnung. Ist auch eigentlich genau das gleiche wie bei den Büsten. Dass jetzt generell diese 18-Plus-Schiene fahren, finde ich sehr interessant. Auch vor allem, was jetzt ja auch vielleicht das Interieur des Hauses betrifft. Dazu gleich auch noch mehr. Aber generell finde ich das interessant, dass jetzt so viel 18-Plus-Zeugs machen. Da kommt dann noch vieles im Jahr 2020 zu raus. Sehr interessant. Zurück zum Set selber. Da haben wir 3231 Teile, 10 Figuren, 230 Euro, 7,1 Cent pro Teil. Für Creator Expert ist es eigentlich im normalen Maßstab, also immer so zwischen 6 bis 8 Cent. Das Ganze erscheint am 20. Mai, wenn man VIP ist. Also eigentlich sollte jeder, der aktiv Lego-Sets kauft, auch VIP sein. Ich meine, das wird einem ja förmlich auf der Seite aufgezwängt. Sonst erscheint das Ganze für normale Menschen am 1. Juni. 18 plus habe ich ja schon gerade genannt. Und das ist es, das Haus. Ich muss sagen, es sieht interessant aus. Auf den ersten Blick sieht es nach viel aus, was das Äußere betrifft, aber ich glaube, je öfter man hinguckt, desto mehr hat man schon gesehen. Ich weiß nicht, ob ihr nachvollziehen könnt, was ich meine. Es ist jetzt nur so, beim Disney-Schloss, finde ich, sind da hunderte, tausende von Details, die man auf den zweiten Blick ist, die so viele verschiedene Strukturen, und hier, finde ich, ist es halt nicht so. Also ich finde, es ist von außen schnell einseitig. Ich will nicht sagen, dass es hässlich ist. Es sieht echt cool aus, aber es ist von außen irgendwie schnell einseitig. Was ich cool finde, sind hier diese bunten Fenster, die so ein bisschen auch an Kirchen erinnern oder sowas. Wir haben hier so einen kleinen Vorgarten mit einem Geist und ein paar Fledermäusen drin. Wir haben hier den Eingangsbereich mit den verschiedenen Leuten, die hier fahren wollen. Wir haben hier oben den Turm, der relativ cool ist. Und halt, ich meine, das ist alles so ein Gothic-Haus, so. Ich glaube, mehr muss man dazu nicht sagen. Sieht sehr cool aus. Das Ganze können wir auch vorne aufklappen. Also das vordere, das sind zwei Hälften. Einmal diese Türhälfte und einmal dieses, ja, ich weiß jetzt, ich bin ja kein Architekt, ich weiß jetzt nicht, wie das heißt, aber diese andere Haushälfte, die klappen dann auf. Und haben wir hier den Blick auf den Innenraum. Hier sehen wir nochmal die Tür von hinten mit einem Mechanismus, dass man das Ganze aufmachen kann, also dass das Ganze automatisch aufklappt, sehr gruselig. Auf der linken Seite haben wir eine Orgel, die richtig cool aussieht, mit diesen ganzen goldenen Pipes, sieht richtig, richtig klasse aus, auch unten die ganzen Pedale, also sieht wirklich sehr gut aus, kann ich nichts anderes zu sagen, es ist wirklich grandios gemacht, finde ich super. Sonst haben wir, was jetzt hier passiert, haben wir halt verschiedene kleine Anspielungen auf Erwachsenen-Themen, beziehungsweise Themen aus den 80er, 90er Jahren, die jetzt halt logischerweise nur noch Erwachsene kennen sollten. Und zwar ist das Ganze, generell das ganze Haus heißt Männer von Baron, und Baron von Baron ist einer aus der Lego Adventure Serie, der in Gräbern von Mumien und sowas Diamanten geklaut hat, all das ganze Zeug. Ich kenne mich damit jetzt nicht wirklich so gut aus, da kann ich vielleicht jemand älteren Baujahres sicherlich was mehr zu sagen als ich jetzt, aber man sieht halt hier ein Gemälde, wo er halt einen dieser Pharaonenschätze in der Hand hält. Wir haben hier einen Sphinxkopf, wir haben hier den Kopf von Anubis oder generell so einen Schakalkopf, wir haben hier einen Obelisken versteckt. Also das Ganze ist sehr an Ägypten angelehnt. Hier haben wir noch irgendeine Form von Altar mit einem Skelett, was runterhängt. Hier auch noch einen kleinen Kronleuchter. Ich muss sagen, ich sehe es so ein bisschen zwiespältig, also die Idee, dass man es halt an etwas Altes anlehnt, finde ich cool. Auf der einen Seite haben sie auch schon bei der Pirate Bay so gemacht.
finde ich sehr, sehr interessant, dass sie das jetzt bei den 18-Plus-Sets machen, dass es wirklich an Erwachsene, also für Erwachsene ausgelegt ist, die auch schon damals Lego gebaut haben. Auf der anderen Seite finde ich es halt ein bisschen schade, weil ich, in meinen Augen hätte man das Haus auch schöner gestalten können, muss ich ganz ehrlich sagen. Also das Ägypten-Thema finde ich so ein bisschen unpassend für ein Horror-Gothic-Haus. Die Orgel ist in meinen Augen zumindest perfekt. Die Anubis-Köpfe, gut, das ist halt einfach irgendeine Wanddeko. Also ich würde sagen, so das Stück ist okay. Das Wandporträt finde ich auch in Ordnung. Das hat auch eine kleine Funktion, auf die ich gleich eingehen werde. Der Eingangsbereich auch, aber ich finde so hier in der Mitte dieses Ägypten-Thema doch hier oben, also gut, hier oben ist normal, aber generell hier in der Mitte, das ganze Ägypten-Thema finde ich so ein bisschen, ah, ich weiß nicht, nicht so gruselig wie jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, Werwölfe, Zombies, irgendwelche anderen Geister, Vampire, dieser ganze andere Stuff, den es da noch so gibt, den hätte ich halt da auf jeden Fall eher geholt oder reingebaut. An sich trotzdem alles richtig cool. Gehen wir mal weiter. Hier nochmal die Rückseite des Kartons und hier sehen wir auch die Funktion des Gemäldes. Und zwar ist da ein Lightbrick versteckt hinter, sodass man, wenn man draufdrückt, eine Mumie im Hintergrund sieht, so als, keine Ahnung, Horror-Funktionsfoto. Das finde ich sehr, sehr cool. Ist zwar ein Pharao, also halt der Geist oder der Pharao, den er halt beraubt hat mit dem Diamanten. Finde ich aber sehr, sehr cool, die Funktion. Ist wahrscheinlich durch einen Aufkleber gelöst. Wenn es ein Print ist, fände ich das richtig cool. Oder generell, wenn jetzt hier im Set mehrere Prints wären, weil wir halt auch andere Dekostücke hätten ha oder haben, die durchaus Aufkleber sein könnten. Jetzt zum Beispiel hier der Print des Obelisks, zum Beispiel hier, der könnte auch ein Aufkleber sein. Dann hier das Porträt. Dann haben wir hier oben den Wagen, der dann runterrast, der könnte auch ein Aufkleber sein. Und auch hier oben dieses Schmuckornament. Ich hoffe mal, dass die da vielleicht entweder einen gesunden Mix machen oder am besten halt nur Prints. Wäre zumindest mein Wunsch. Hauptsache, dass dieses Porträt bedruckt ist, weil wenn das ein Aufkleber wäre auf so eine große Fläche, ihr wisst, wer von euch einmal ein UCS-Set gebaut hat, das kann schnell hässlich enden. So viel dazu. Dann sehen wir hier noch einen kleinen Einblick auf die Funktion des Hauses selber. Darauf gehen wir auch, glaube ich, gleich nochmal ein. Hier nochmal, ja, das Ganze aufgeklappt, haben wir schon gerade gesehen. Ja, halt alles nochmal ohne Karton. Wenn man hier, ich weiß jetzt nicht, ob das, hier hat man es gesehen, hier ist auf der Seite so ein Nüpsel und wenn man daran dreht, dann klappt die Tür automatisch auf. Das finde ich relativ cool. Hat auch im Design-Video, was ich euch auch in der Infobox verlinkt habe, da könnt ihr euch auch nochmal die Funktion halt im Bewegtbild anschauen. Falls ihr auch da mal ein bisschen begutachten wollt, wie das funktioniert. Da sieht man auch, dass diese Tür reibungslos aufgeht. Hier haben wir nochmal das Haus halb aufgeklappt. Hier nochmal das Porträt. Hier die Minifigurenauswahl, die auch sehr cool ist. Zwei gruselige Zwillinge sollen das sein. Da hätte ich es tatsächlich besser gefunden, hätte man so zwei kleine Mädchen im Nachthemd genommen. Das wäre vielleicht so klischeehafter gewesen, wäre vielleicht ein bisschen lustiger. Wir haben hier neue Geister, die irgendwie langweilig aussehen. Also komplett weiße Torsos. Finde ich so ein bisschen mittelmäßig, vor allem wenn man bedenkt, dass wir, glaube ich, auch schon welche hatten, die bedruckte Torsos hatten, wenn ich nicht täusche. Und das Skelett ist eigentlich solide. Damit habe ich eigentlich kein Problem. Dann hier oben normale Figuren. Sehen irgendwie alle so aus wie normale so College-Leute. Also erinnert mich ein bisschen an Scary Movie, wenn ich das einfach mal so sagen darf. Also diese ganze Aufmachung der Figuren, auch wie die hier auf dem Boxart, wenn ich das jetzt mal wieder kriege hier, wie man die auch hier auf dem Boxart sieht, wie die hier vorne stehen, erinnert mich schon so ein bisschen an Scary Movie, vor allem weil die auch in so einem Horrorhaus waren. Also das finde ich relativ, ja, doch lustig. Dann noch zur Funktion, darauf gehen wir jetzt ein. Da ist nämlich hinten ein Kasten, daran kann man drehen. Dann fährt dieser Wagen, den wir in der Mitte des Turms haben, der hier, fährt dann hoch. Was wir auf der Vorderseite gesehen haben, ist, dass dieser Turm zugeklappt ist. Und das klappt dann auf, wenn der Wagen dann hochgefahren ist, dann klappt das auf. Aber sofort danach fährt das wieder runter. Ich bin mir auch noch im Unklaren, was der zweite Drehhebel hier, wofür der hier gut ist, weil wir haben hier einmal zum Hochkurbeln und einmal zum, haben wir noch hier einen zweiten Drehhebel, eine Kurbel.
Ich weiß aber nicht, wofür die gut ist. Wir haben hier auch noch große Räder, die drehen können, damit der Wagen abgebremst wird. Also ich glaube, das ist eine relativ abgespacede Konstruktion, wie das funktionieren soll. Deswegen bin ich da sehr gespannt, wie das in echt aussieht, wie das in echt funktioniert. Weil man das im Designvideo auch nicht so gut sehen kann. Also schon ein bisschen besser als jetzt hier auf den Fotos, aber auch jetzt nicht hammermäßig. Da bin ich sehr gespannt, vor allem was diesen technischen Aspekt betrifft. Sonst würde ich halt wirklich sagen, das Set ist eine, hat was ich, keine Ahnung, 7 von 10. Ich finde es jetzt designtechnisch nicht überragend. Jetzt nicht so ein Disney-Schluss, wo man sich eigentlich nichts dran satt sehen kann, sondern halt eher so eine Mittelklasse, würde ich sagen. Für 230 € ist es preis-leistungstechnisch eigentlich relativ gut für City, nicht für City, für Creator. Das Ganze steht auch auf einer 32x32 Grundplatte, also die Ausdehnung ist hier deutlich eher nach oben und nicht in die Weite, was ich eigentlich auch ganz cool finde. So hat man jetzt nicht so ein. Also ist es wahrscheinlich keine krasse Ausdehnung wie jetzt beim Karussell oder wie beim Rollercoaster, so kann man es auch gut in eine Stadt stellen, wenn man jetzt nur Modulus hat und dann irgendwie in so ein Wohngebiet dann dieses Horrorhaus hat. Und dann kann man auch einfach diesen Freefall Tower, glaube ich, mal ignorieren. Das ist eigentlich auch, glaube ich, vielseitig einsetzbar, was ich auch sehr begrüße. Sonst denke ich, ist, was das Mocken betrifft oder das Integrieren in irgendwelche Großmocks betrifft, wirklich, das ist wirklich keine Grenzen gesetzt. Deswegen muss ich sagen, ich bin gespannt, wie es wird. Wie ihr wisst, baue ich auch an einem Freizeitpark im Moment und das wäre eigentlich tatsächlich als letzte Attraktion. Ich habe bis jetzt eigentlich nur zwei, aber der Platz ist ja auch begrenzt. Aber als letzte Attraktion könnte ich mir das durchaus vorstellen, weil ich es auch irgendwie cool finde. Ich muss nur sagen, 230 €, da muss ich erstmal ein paar Nächte drüber schlafen, ob sich das lohnt. Vielleicht mache ich es dann, wenn es genug Gratisbeigaben oder sowas gibt. An sich würde ich aber sagen, ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich mir das Set zulegen werde, doch nicht gering. Mir gefällt es eigentlich relativ gut. Lasst mich gerne wissen, was ihr davon haltet. Ob ich irgendwelche Anspielungen nicht verstanden habe, ob ihr ein bisschen klugscheißen wollt, gerne alles in die Kommentare reinschreiben, dafür sind sie ja da. Ob ich irgendwas ausgelassen habe, was noch signifikant wichtig ist in euren Augen. Sonst habe ich euch auch den Artikel von Star Wars in der Infobox verlinkt. Ich habe euch das Lego Designer Video verlinkt, sodass ihr euch da die Funktion angucken könnt. Und am wichtigsten, der Brickventures Discord ist auch noch verlinkt, für den Fall, dass ihr abends mit uns in Interaktion treten wollt, mit mir, dem Andreas, dem Nikolas oder der Community, die da auch schon zum Teil entstanden ist. Von daher würde ich mich auch da freuen, wenn ihr vielleicht da drauf gehen würdet. Dann würde ich mich auch abschließend über eine positive Bewertung des Videos freuen, auch über ein Abonnement des Kanals, damit wir auch stetig weiter wachsen können. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Mal. Ciao!